Dieses Video kann Ihr Leben retten, wenn Sie in eine Notlage geraten. Ich erkläre Ihnen nämlich ein wissenschaftliches Phänomen, warum Sie manchmal in einer Notsituation keine Hilfe bekommen, obwohl viele Menschen um Sie herum sind. Und ich sage Ihnen auch, wie Sie diese Hilfe doch noch organisieren können. Sehr spannend, sehr nützlich. Mein Name ist Martin Wehrle, Buchautor und Karriereberater. Es war im Jahr 1964, als die junge Amerikanerin Kitty auf dem Rückweg zu ihrem Wohnhaus in New York City war. Sie hatte die Haustür schon fast erreicht, da wurde sie angefallen von einem Fremden. Der Mann probierte, sie zu überwältigen. Kitty war geschockt, sie schlug um sich und sie schrie lauthals um ihr Leben. Und mindestens 38 Menschen aus der Nachbarschaft haben den Vorfall mit eigenen Augen beobachtet oder zumindest die Hilfeschreie gehört. Doch keiner der 38, stellen Sie sich das vor, keiner hielt es für nötig, der jungen Frau beizustehen. Keiner machte einen Finger krumm und so wurde Kitty vom Angreifer in einen Flur verschleppt, sie wurde vergewaltigt und sie wurde umgebracht. Und jetzt blieb eine große Frage zurück, nämlich, warum um alles in der Welt hat der jungen Frau niemand geholfen? Warum hat nicht einer der Zeugen dieses Verbrechens eingegriffen? Man hätte die Vergewaltigung, man hätte den Mord verhindern können. Vielleicht hätte schon ein energischer Ruf aus einem Fenster gereicht. Wissenschaftler gingen dieser Frage nach und dabei entdeckten sie den Bystander-Effekt, auf Deutsch Zuschauereffekt. Und nun komme ich zurück zu Ihnen und zu Ihrem Leben. Angenommen, Sie bekommen einen Schwächeanfall, kippen auf offener Straße um, erleiden Platzwunden und Sie bleiben blutend auf der Straße liegen. Warum sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen geholfen wird, wenn viele Menschen in der Nähe sind? Und warum steigt die Wahrscheinlichkeit, wenn nur ein oder zwei Menschen des Weges kommen? Das klingt jetzt paradox, das gebe ich zu, aber es folgt doch einer Logik. Die Wissenschaftler haben herausgefunden, dass die Zahl der Zuschauer die Verantwortung spaltet. Etwas vereinfacht gesagt und gerechnet: Wenn ein einzelner Zeuge Ihren Unfall beobachtet, liegen 100% der Verantwortung, Ihnen Hilfe zu leisten, bei ihm. Er weiß, wenn ich es nicht tue, dann tut es keiner. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass er sich verantwortlich fühlt und dass er sich kümmert. Wenn es aber 40 Zuschauer sind, liegt die empfundene Verantwortung des Einzelnen, 100 geteilt durch 40, nur noch bei 2,5%. Und das ist eventuell zu wenig, als dass er etwas unternehmen würde. Das Fatale ist jetzt, auch die anderen 39 Menschen fühlen sich nur zu 2,5% zuständig, also minimal. Deshalb kann es passieren, dass sie blutend auf der Straße liegen bleiben, in großer Not sind, vielleicht um ihr Leben kämpfen und niemand ruft einen Krankenwagen, denn jeder geht davon aus, jemand anders habe das bestimmt schon getan. In der psychologischen Literatur ist von pluralistischer Ignoranz die Rede. Zwei weitere Umstände verhindern Hilfe, die will ich Ihnen auch noch sagen. Zum einen schätzen die Leute die Situation oft falsch ein. Vor vielen Jahren hatte eine Arbeitskollegin von mir, eine Redaktionsassistentin, einen Schwindelanfall, kurz nachdem sie in Hamburg-Altona aus der S-Bahn gestiegen war. Sie fiel auf den Bahnsteig, war kurz ohnmächtig und sah, wie viele, viele Beine an ihr vorübergehen oder über sie hinüberstiegen. Niemand beugte sich zu ihr runter, niemand half ihr. Und ein älterer Mann, der schimpfte, am frühen Morgen schon besoffen, die sollte sich was schämen. Das heißt, eine Notsituation, die wird oft falsch eingeschätzt. Vielleicht werden Sie, wenn Sie blutend auf der Straße liegen, ebenfalls als Besoffener gesehen. Und vielleicht gingen die Zeugen im Fall von Kitty von einem Beziehungsstreit aus und wollten sich nicht einmischen. Ebenso werden viele Vergewaltigungen von Zeugen falsch eingeschätzt, etwa als einvernehmlicher Akt. Die Menschen sehen, was sie sehen wollen, nicht was ist. Was die Menschen ebenfalls vom Helfen abhält, sie fürchten eigene Fehler. Zum Beispiel denkt einer, was passiert, wenn ich einen Verletzten falsch anfasse und er deshalb eine Lähmung erleidet? Reichen meine Erste-Hilfe-Kenntnisse denn aus? Und überhaupt, hätte ich nicht längst schon helfen müssen, statt 20 Sekunden nur zuzuschauen? Ist das schon unterlassene Hilfeleistung? Besser, ich mache mich vom Acker.
Und der Zeuge eines Verbrechens kann denken, wenn dieser Gangster jetzt wegen mir in den Knast wandert, dann muss ich womöglich als Zeuge vor Gericht, wer weiß, ob ich da nicht ins Visier einer kriminellen Bande rücke. Lieber mache ich die Augen zu. Das alles führt zum Bystander, zum Zuschauereffekt. Jetzt die vielleicht lebenswichtige Frage. Was können Sie tun, wenn Sie wirklich in Not sind, tun, damit die anderen nicht nur zuschauen, sondern Ihnen tatsächlich helfen? 3 Tipps. Erstens, sprechen Sie, wenn Sie noch können, einen einzelnen Menschen gezielt an. Zum Beispiel, Sie mit dem blauen Pulli und dem blonden Pferdeschwanz, bitte helfen Sie mir. Tipp 2. Sagen Sie kurz, was los ist, zum Beispiel, ich bin schwer gestürzt und blute, vielleicht habe ich ein Herzproblem. Tipp 3. Bitten Sie ausdrücklich darum, dass kompetente Hilfe geholt wird, zum Beispiel, bitte rufen Sie den Krankenwagen oder die Polizei. Und was können Sie tun, falls Sie selbst Zeuge eines womöglich bedrohlichen Vorfalls werden? Schauen Sie hin, nicht weg. Bieten Sie lieber einmal zu viel Ihre Hilfe an als einmal zu wenig und gehen Sie davon aus, etwas Gutes für den anderen zu tun, statt sich mit möglichen negativen Konsequenzen verrückt zu machen. Wir brauchen mehr Menschlichkeit, wir brauchen mehr Hilfsbereitschaft, wir müssen vom Zuschauen zum Zupacken kommen, dann hat der Bystander-Effekt ausgedehnt. In diesem Zusammenhang habe ich eine ganz große Bitte an Sie. Empfehlen Sie dieses Video mit dieser Botschaft weiter, damit bald mehr Menschen mit offenen Augen durch die Welt gehen und anderen helfen. Und schauen Sie dazu auch gern mein Video an, wie die Gesellschaft Sie manipuliert. Da finden Sie ein paar ganz spannende Beispiele, die auch unsere Ignoranz vor der Not der anderen erklären. Ich freue mich jetzt, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Am besten mit Glocke, dann bekommen Sie immer Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Es erwarten Sie 3 spannende Themen pro Woche. Ich freue mich schon auf Sie, Ihr Martin Wehrle.